Also zumal haben wir uns dann echt noch gezofft. Und den ganzen Abend, ja, die Lehrerin war sauer auf mich, die halbe Klasse bzw. Elternklasse hat mich angeschaut. Ich bin voll der Idiot jetzt. Ich hab gesagt, was sie für einen blöden Idioten als Sohn haben und so weiter. Das war ziemlich uncool, tatsächlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade schon das Grinsen im Gesicht, weil heute ist wieder wer ganz besonders im Teamspeak, und zwar der Vater, der uns beim Elternsprechtag anschwärzen wollte, weil wir seinen Sohn noch gemobbt hätten. Videos verlinkt, wenn ihr es nicht kennt. Er ist wieder im Teamspeak. Der Support hat es mir mal wieder gemeldet. Ich werde jetzt hingehen, werde mit ihm sprechen und ich glaube, das wird extrem lustig, Leute. Sendet das Video bitte einem Freund. Ich gehe mal rein. Guten Tag. Hallo, guten Abend, servus. Guten Tag. So, was gibt's denn? Was machen Sie wieder im Support? Ach, bist du der... Du bist ja der Nils, ne? Ich bin der Nils, ja, hallo. Zu dir wollte ich, deswegen bin ich wieder online gekommen. Mhm. So, pass mal auf. Also, das war relativ lustig und anstrengend und eigentlich muss ich mit dir wirklich noch ein Hühnchen rupfen. Mhm. Und zwar, am Dienstag war also Elternabend. Ich habe schon angekündigt, ich war da. Normalerweise mache ich sowas ja nicht. Sag mir nicht, dass du dem Nils was. Sag mir nicht, dass du dem Nils da irgendwie was erzählt hast. Ja, das Problem ist, da gab es einen Nils. Okay. Und ich habe auch seine Eltern kennengelernt. Okay. Auf jeden Fall kam ich da also rein und habe mich echt zum Hirsch gemacht da drin. Ich habe mich hingesetzt, ich habe erstmal gefragt, wer von der Klasse hier hat einen Sohn, der Nils heißt. Und dann haben sich also auch zwei. Das ist jetzt nicht lustig. Doch. Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Weil ich nämlich den absoluten Streit angefangen habe mit den Eltern, ja, weil ich gedacht habe, das ist der, aber so wie sie rausgestellt hat, spielt er kein bisschen Minecraft. Mhm. So, das haben die mir auch glaubhaft verkaufen können. Und jetzt komme ich wieder zu dir zurück. Ja. Also zumal haben wir uns dann echt noch gezofft. Und den ganzen Abend, ja, die Lehrerin war sauer auf mich, die halbe Klasse bzw. Elternklasse hat mich angeschaut. Ich bin voll der Idiot jetzt. Ja, kann ich verstehen. Ja, dankeschön. Gucken wir mal, wer hier der Idiot ist. Auf jeden Fall, Nils, pass auf. Ich habe jetzt mal meinen Sohn gefragt, wie das Ganze aussieht. Pascal hat mir das Ganze nochmal erklärt, wie das war. Und ich bin immer noch überzeugt davon, dass du das warst. Das musst du gewesen sein. Ich habe auch deine Videos gesehen. Er hat mir das gezeigt, ja. Du machst sowas wohl öfters, ne? Was mache ich genau öfters? Naja, mit so kleinen Kindern da irgendwie so verarschen und so, oder? Ich veräpple Kinder, wenn sie hier Böses auf dem Server tun, ja. Das mache ich. Naja, der Pascal macht sowas nicht. Das habe ich dir schon mal gesagt, dass er das nicht macht. Und diese komischen Chat-Nachrichten, die du da hier protokolliert hast, ja. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Ich habe das auch mit Pascal nochmal durchgesagt. Er hat gesagt, er macht das nicht so. Was wird er nicht machen? Mhm. Ich glaube ihm das auch. Und ich glaube dir nicht. So, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Zudem waren wir ja gebannt. Das war das Nächste. Ich wollte die ganze Zeit kommen. Ich wollte nochmal was dazu sagen und konnte ja gar nicht zu dir kommen. Ja, der Bann ist jetzt auch rum, also jetzt habt ihr wieder vollen Zugriff auf den Server. Ich wünsche euch hier wieder herzlich willkommen und viel Spaß. Was müssen wir denn noch klären? Ja, jetzt, ich weiß nicht, willst du dich bei mir entschuldigen vielleicht oder so? Wieso? Ich meine, weil ich mich wegen dir zum Host gemacht habe. Aber ich hab dir doch dreimal gesagt, dass ich nicht der Nils bin und du bitte nichts am Elternsprechtag sagen sollst. Ja, woher soll ich das bitte wissen? Ich hab dir nicht geglaubt. Ja, ach man, da kann ich aber doch jetzt nichts für. Ja, finde ich schon. Ich darf dich doch duzen, oder? Ist das ein Problem, oder? Ja, wir sind ja beide dann wahrscheinlich mindestens 40, oder? Mindestens 40 bin ich jetzt direkt. Ja, du bist doch der Serverinhaber. Ich bin der Serverinhaber, ja. Ja, willst du mir erzählen, dass du mit, was weiß ich, wie alt du bist, den Serverinhaber hast, als, wie alt ist man da, keine Ahnung, 18 Jahre oder so? 10? Okay. Wie alt bist du denn? Alt genug, um nicht in die vierte Klasse zu gehen. Ja, das glaube ich zwischenzeitlich dann auch. Ja, das ist gut. Perfekt. Ausnahmsweise. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, oder? Naja, komisch war das nicht. Ich meine, du hast dich auch irgendwie komisch angehört hier. Ich habe schon geglaubt, dass du 13, 14, 15 sein kannst, ne? Ja. Von daher dachte ich, vielleicht bist du das. Ja, auf jeden Fall. Pass mal auf. Ich habe dir doch 5-mal gesagt, dass du bitte nicht eine Nils in der Klasse da anfragen sollst. Wieso bist denn du überhaupt da hingerannt zum Elternabend? Ja, ganz genau aus dem Grund, weil ich dachte, dass ich da treffe, beziehungsweise deine Eltern da treffe. Ich hab's dir da extra gesagt. Das konnte ja keiner riechen, dass da wirklich einer sitzt, der wirklich Nils heißt. Das war ziemlich blöd. Okay. Irgendwie uncool. Irgendwie ganz komisch gelaufen an dem Abend. Mhm. Naja, jedenfalls werde ich dann wohl das nächste Mal hingehen müssen und mich dann dort entschuldigen müssen. Ja, ist ja auch richtig so. Du hast ja den Sohn da, der Eltern, zu Unrecht angegriffen, oder? Ja, angegriffen ist ein gutes Wort dafür. Was hast du gemacht?
Ich habe die Eltern zur Sau gemacht, dass sie keine Erziehung haben, also nicht sauber erziehen können. Ich habe gesagt, was sie für einen blöden Idioten als Sohn haben und so weiter. Das war ziemlich uncool, tatsächlich. Ja, aber guck mal, wo die Beleidigung herkommt. Wenn dein Sohn hier schon so beleidigt und du jetzt auch beleidigst. Ja, was soll denn das jetzt heißen? Das war an dem Abend eine Situation, ja? Ja. Da passiert sowas. Ja, aber es kann doch auch sein, dass auf dem Server mal vielleicht dem Sohn hier was weggenommen wird oder so und dann rastet er auch aus. Also gibst du es doch zu. Was gebe ich zu? Dass du ihn verarscht hast. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht verarscht. Du hast doch gerade gesagt, dass das vorkommt auf dem Server. Ja, vielleicht hat ein anderer Mitspieler getötet oder so und deswegen war er sauer und hat beleidigt. Aber das macht man halt einfach nicht im Streit. Ja, was soll ich jetzt machen? Vielleicht hat er das ja eben von Ihnen sich da abgeguckt. Da müssten Sie vielleicht mal in die eigene Nase fassen. Mhm. Alles klar. Vielen Dank für das Kompliment. So, entschuldigst du dich jetzt noch oder nicht? Ich möchte mich nicht entschuldigen. Ich hoffe, Sie entschuldigen sich bei den Eltern, damit das alles klar geht. Das mache ich. Man muss sich immer entschuldigen. Deswegen erwarte ich auch eine. Ja, ich habe eine Entschuldigung verdient. Warum? Weil sie mich hier zu Sau machen die ganze Zeit. Ach Quatsch, zu Sau machen klingt bei mir komplett anders. Wenn ich anfange zu Sau zu machen, dann fange ich an mit Ausdrücken und sonstigen Dingen. Möglicherweise. Ach so, okay. Okay, also das hat keinen Wert mehr. Ich sehe das schon, das hat überhaupt keinen Sinn. Die Einsicht hier ist bei Ihnen. Beziehungsweise, jetzt denke ich die ganze Zeit, du bist 40. Warum sage ich Ihnen, hat es überhaupt keinen Wert bei dir? Mhm. Da kommt die Einsicht nicht an. Ich merke das schon. Ja, ich merke das auch. Ja, vielleicht sollten wir besser getrennte Wege gehen und uns nicht mehr so oft sehen. Ja, dann spiele ich jetzt in Zukunft. Ich spiele sowieso nicht, aber ich werde auf jeden Fall meinem Sohn mal sagen, er soll vielleicht woanders spielen, ich weiß es noch nicht. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Jedenfalls, wenn er hier nochmal beleidigt, wird er noch länger gebannt werden, ne? Das war jetzt quasi eine Verwarnung. Ich habe es ihm doch gezeigt. Er hat beleidigt. Er ist jetzt wieder frei, er darf ja alles tun, aber bitte nicht die Regeln brechen, sonst gibt es dafür noch einen längeren Bann als vorher, weil er es schon mal gemacht hat. Und ich glaube, soweit ist das dann jetzt auch geklärt, okay? Ja, er wird wahrscheinlich auch weiterspielen, weil er hat seine Freunde da. Ja, okay. Gut. Ja, also dann. Sagen Sie ihm so noch bitte einfach nochmal, dass man das grundsätzlich nicht macht mit dem Beleidigen. Ich weiß jetzt, vielleicht sagen Sie ja, okay, Sie glauben mir das trotzdem, Sie können es immer trotzdem sagen, weil das ist ja doch eine richtige Grundeinstellung. Vielleicht hast du angefangen damit, ne? Vielleicht hast du angefangen. Ja, ich habe bestimmt nicht beleidigt, ich kenne den Sohn noch gar nicht. Ich habe damit auch nichts zu tun. Eigentlich müssen Sie mit den Supportern sprechen hier, die haben das nämlich gesehen. Ja, mit denen habt ihr gesprochen, die haben mich ja direkt hier hochgebracht. Okay, gut. Ich gebe es auf. Ich auch. Also wenn Sie noch ein Problem haben, TeamSpeak ist für Sie jetzt wieder frei, Sie können ja jederzeit reinkommen. Ja. Ja, wenn nochmal sowas vorkommt, dann werde ich nicht so freundlich sein. Was passiert dann? Dann. Das wirst du dann schon sehen. Da bin ich mal gespannt. Gut. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr sehen müssen. Schönen Tag noch. Danke, ebenso. Sie müssen jetzt den TeamSpeak schließen oder woanders raufklicken. Wo denn? Ich move sie einfach in die Eingangshalle, ist schon gut. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Was ist das? Das war mit Abstand eines der krassesten Videos, Leute. Bitte sendet das einem Freund und gebt bitte einen Daumen nach oben, Alter. Ich krieg mich nicht mehr bei sowas. Leute. Ja, das war's von mir. Ich hoffe halt wirklich, dass dieser Pascal nichts mehr auf unserem Server macht, nicht mehr beleidigt oder so, weil sonst muss ich ihn wieder bannen. Und dann habe ich den Vater wieder an der Backe. Scheiße. Schönen Tag.